Wieder hat es in den letzten 2 Monaten kaum hier geregnet und es geht jetzt darum, Boden aufbauen oder abbauen sozusagen. Das heißt, hier sind die Rinder heute weggekommen und der Boden ist optimal vorbereitet auf den nächsten Regen. Das heißt, hier haben wir genug Gras liegen. Wir haben die Kuhfladen, die den Boden mitschützen. Und hier sehen wir ein kleines Stück, da wird der Boden ausgebeutet. Ja, nicht aufgebaut, sondern ausgebeutet, weil hier ist so gut wie kein Belag mehr. Und ich meine, das kann natürlich auf so einer großen Fläche auch mal passieren. Und hier ist es ganz praktisch, dass ich das dann so gut zeigen kann. Aber das ist wirklich der Unterschied. Das heißt, hier wird Boden aufgebaut und ist optimal vorbereitet für den nächsten Regen. Und hier unter dem Gras bleibt es auch feucht und kühl. Ja, das heißt, wenn man hier reinfasst, ist es immer noch kühl und auch ein bisschen feucht. Das heißt, das Gras kann weiter wachsen, wenn auch langsamer, weil nicht so viel Wasser da ist, aber es kann weiter wachsen. Wenn wir aber zu viel organisches Material wegholen vom Boden, wie hier jetzt nochmal auf einer Stelle, das heißt, hier haben die Kühe das organische Material weggenommen und zwar kommen wir nicht direkt an den Boden, das ist das Schöne der Natur, das heißt, die Bröseln von dem trockenen Gras bedecken es ja auch, aber nur minimal. Ja, also hier wird der Boden warm und auch viel, viel trockener. Das heißt, hier wird garantiert nichts mehr wachsen, bevor es nicht richtig regnet. Ja, das heißt, wir haben die Wahl zwischen Bodenaufbau und Bodenausbeute. Das treffen wir mit unseren Managemententscheidungen. Und wir sollten unsere Entscheidungen immer so treffen, dass wir Boden aufbauen, weil der Boden ist einfach zu kostbar. Und das ist das, was uns für die nächsten Jahrzehnte ernähren soll. Deswegen können wir uns gar nicht leisten, ihn auszubeuten. So sieht es übrigens momentan auf den meisten unserer Flächen aus. Es steht noch sehr viel altes Gras von den ersten, zweiten Durchgängen. Aber darunter, ups, was ist da los? Aber darunter ist eben viel Gras nachgewachsen. Das heißt, die Kühe finden hier sehr viel frisches, grünes Gras. Auch wenn es von oben ein bisschen alt aussieht. Und hier sehen wir auch schön wieder das Prinzip. Es wurde viel runtergetreten und da ist auch viel durchgewachsen. Das heißt, trotz langer Trockenheit haben wir es immer noch grün. Hier sehen wir eine Stelle, wo beim ersten Durchgang nichts runtergetreten wurde, weil zu früh weggefressen, zu viel weggefressen wurde oder nicht gut da war. Und hier sieht man auch gut, dass halt nichts nachgekommen ist. Das heißt, da wo runtergetreten wurde, wurde nicht verschwendet, sondern das Nachwachsen gefördert. Wir hätten also jetzt schon kein Futter mehr, wenn wir damals nichts stehen gelassen hätten bzw. runtergetreten hätten. Und jetzt haben wir zum einen noch Futter und zum anderen ist der Boden bestens auf Regen vorbereitet und ja, jeder Tropfen wird einfach aufgenommen. Und auch hier kann es nochmal weiter wachsen drunter. Ja, das heißt, wir sind viel besser dran als im letzten Jahr.
Liebe Grüße vom Scheuerhof.